Nein, Moment, ich muss dich mitnehmen. Ich würde dich gerne mitnehmen, aber euch. Oh, ich muss nur nehmen. Na gut, da muss Lachs ja da hinten bleiben. So. Na, gucken wir mal, ob wir alle versteckten Items finden. Wobei, ich glaube, das ist leichter mit einer Karte. Okay. Gib mal die Google-Suche davon. Bilder. Ist da irgendwo ein Bild, wo die alle drauf sind? Das wäre das Einfachste. Ich meine, der Tunnelfahrt geile Musik. Die man jetzt noch nicht hört, aber prinzipiell hat er ziemlich witzige Musik. Die steht nicht mit bei, wenn man das Bild. Dann machen wir das einfach per Text. Okay. So. Dann haben wir das erste Item. Zwei Felder unter der oberen Treppe. Zweite Reihe von rechts. Das heißt hier? Oder hier? Zwei von rechts hier? Hm. Irgendwie funktioniert das jetzt schon nicht. Nee. Eigentlich müsste es hier sein. Seite unten, dritte Reihe von links, im blau gestreiften Gebiet hier. Also hier dann. Also irgendwie. Ganz linke Reihe hier. Funktioniert sein Guide überhaupt nicht. Nee! Debated by PokeWiki. Hä? Warum? Oder ist es in einem anderen Untergrundding? Wen habe ich denn jetzt genommen? Den falschen genommen vielleicht? Ich habe den, der von Route 5 nach Route 6 führt. Also ganz links ist schon mal nix. Okay. Einfach belogen. So, eigentlich sollten die da sein. Du hast mich tausendmal belogen. Ja. Hier ist einfach nirgendwo irgendwas. Aber die sagen doch auch extra, dass da versteckte Items sind. Voll der Betrug einfach. Okay, dann halt nicht. Oder sind die da irgendwie erst, nachdem man da mit den Leuten spricht? So, viele Leute haben Dinge auf dem Pfad hier verloren. Moment. Jetzt gehen wir nochmal hier so hin. Also ich habe jetzt drei komplette Reihen. Ah, hier habe ich was gefunden. In der dritten Reihe bin ich. Da stehe ich auch. Nee, du bist noch ein Stück weiter runter. Da. Da ist nichts. Ist das random? Ha! Kann das sein, dass es random ist, wo die Items sind? Und PokeWiki das einfach nicht gecheckt hat? Ich fange auch mal oben an. Aber Münzsammeln hätte schon mal richtig geil. Ja, dafür hat sich schon gelohnt. Also wenn ich 5 Minuten suchen muss und dann Geld finde. Keine Ahnung, aber da habe ich zumindest was gefunden schon mal. Und ihr so, macht ihr gerade was Schönes nebenbei? Ignoriert den Bellenhund im Hintergrund. Der ist auch auf Itemsuche. Nase juckt. Du siehst zwei Leuten beim A-Klicken zu. Traurigerweise auf dem Controller, den ich hier habe, drücke ich sogar gerade B. Also war das leider nicht akkurat. Ich hätte auch gedacht, dass hier viel mehr Items drin sind. Ja, also laut PokeWiki sind 6 Items hier. Also ich bin fast durch und ich habe nur ein einziges gefunden. Ich noch keins. Naja, der Knopf ist halt schon da, wo der A-Knopf ist, aber es steht B drauf. Bei mir auch. Xbox-Steuerung halt. Die Sache ist, wenn Items im Untergrund immer random sind, wieso die dann auf PokeWiki genau, wo man drücken muss? Ich habe keine Ahnung. Weil das nie einer hinterfragt.
Aber schön, dass ein paar von euch einfach zugucken, wie wir hier A drücken. Und ja. Vielleicht drücken wir auch beides gleichzeitig. Das wäre interessant. Und dann kommt es raus, ich finde nichts, weil ich gestern B drücke. Tue ich aber nicht. Also ich habe nur das Münzamulett gefunden. Bin jetzt einmal komplett durch. Da. Kann ich eigentlich sonst irgendwie? Wir sind jetzt neu im Team. Jo und übersehen. Nee. Du hast das, den Lachsrauch, du hast den Lachsrauch. Du hast die Holzkutte, du hast das Fokusband. Gib aber Miu einfach das Münzamulett. Miu bringt dir Geld. Ja. Kommen wir mal nach vorne, junge Dame. Ich habe halt extra für den Tunnel hier von Route 5 nach Route 6 halt geguckt. Und da stand halt eben, dass es da die ganzen Items gibt. Oh. Ich habe immerhin eins gefunden. Gut, hier könnte man auch ja potenziell noch mal was. Oben links da noch ein Item. Ein Drachenzahn. Yay, jetzt hast du auch einen. Ich mache schon mal den ersten Trainer, du holst ja eh wieder auf. Mhm. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. In wie vor, wir sind Käfer im hohen Gras. Okay. Der hat auch keinen Bock auf Käfer gehabt, der hat sich stattdessen Barsch war geholt. Wie unglaublich krank Barsch war einfach aussieht. Sieht nicht gesund aus. Wer ist denn hier ein Griechen? Wer ist der Drachenzahn? Jetzt so ein Pflanzen-Pokémon. Hm. Ja, das mit Knilz tat mir weh. Okay. Das hat schon einen Lehmschuss. Okay. Okay. Ich habe übrigens immer noch nichts gefunden. Du bist ja auch Grieche, du kriegst kein Geld. Ey! Immer diese alten Vorurteile. Nope, bei mir war gar nichts. Feels bad, man. Okay. Kein Geld für Jan. Du hast immerhin ein paar Subs gekriegt. Ja, finde ich gut. Das ist ja auch Geld. Deswegen habe ich auch das Münzamulett bekommen, weil ich nicht streame. Ah. Ich habe Eisen gefunden. So, oben rechts ist auch noch ein Item, hieß es gerade. Hast du auch Civit gefunden? Ich habe ein Grünstück gefunden. Oh, da ist auch noch ein Item. Ja. Nee, den leider nicht. Den habe ich überhaupt vorne gehabt. Ich habe gefunden. Cool. Griechen kriegen ihre Rentes, nachdem sie sogar tot sind. Was? Was? Okay. Ey, da bin ich sogar wirklich Käfer. Ein Kukuna ist schon genauso nützlich wie mein Barsch war. Oh. Ich bin noch paralysiert. Nehmen wir alle Trainer mit oder gehen wir erstmal zum Pokémon Center durch? Alle durchnehmen. Ich glaube, ich nehme erstmal die mit, die im Weg stehen. Okay. Aber du warst, glaube ich, der mit dem Smetbo, also packe ich mal All Might nach vorne. Und nimm die, die sich nicht für mich interessieren, auf dem Rückweg mit. Mhm. Oh ja, du bist hoch vom Level her. Dann habe ich nämlich den Weg zum Pokémon Center schon mal frei. Mhm. Mashok. Wir wollen ja nicht übertreiben hier. Aua. Meinst du, ich überlebe eine Attacke? Wahrscheinlich nicht. Meinst du nicht? Wenn Überwurf kommt, wahrscheinlich nicht. Wer soll das denn dann bitte schon überleben? Ich habe drei Normal-Pokémon dabei. Muss man denken, ist halt sehr effektiv, ne? Hast du nur noch die Hälfte an Verteidigung. Ich meine, ich würde dich jetzt ja dafür blamen, dass du mir noch ein Normal-Pokémon angedreht hast, aber Pichu würde auch nicht mehr aushalten. Nein! Pichu wäre noch schneller tot. Wenn die Kampf-Pokémon nicht in der X-Monotype schon mein Feind. Mhm. Bin auf jeden Fall schneller. Geowurf. Okay. Also Kampf-Pokémon finde ich jetzt ohne Azumarill und ohne Knilz unschön. Witzigerweise habe ich wahrscheinlich die wenigsten Probleme mit den Kampf-Pokémon wegen meinen Käfern. Ja. Und bei mir kommen einfach keine Kampf-Pokémon, mir kommen Flug-Pokémon ständig. Warum versuchst du jetzt Sandwirbel zu erlernen? Da habe ich einen Paraheiler. Yes. Aber da hat da keine Wirkung. Soll ich das richtige Pokémon vielleicht anwählen? Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile schon eine gewisse Bindung zu meinem Bummels. No. Ich weiß nicht, irgendwie.
Dadurch, dass es halt keine Schnarchnase hat. Ich mag Pummels, das ist süß. Und Monty ist auch ganz cool. Litter King ist jetzt keine Schönheit, aber ne? Nur irgendwie ist es halt nicht so wirklich spielbar mit der Schnarchnase normalerweise. Mhm. Aber so jetzt hier habe ich es doch ganz lieb gewonnen. Kann der Schlafbruder bitte nicht daneben gehen? Oh, du kannst wirklich eine Flugattacke. Vielleicht wäre das der Zeitpunkt zu gehen. Aber ich sag so, ne? Flug-Pokémon. Ich krieg ständig Flug-Pokémon ab. Das ist, Hallo Lanturn. Der Crit. Aua. Lanturn würde ich auch nehmen. Oder Lampi. Mhm. Ja gut, Conny habe ich damals ja in der Monotype weggecheased quasi, weil ich mich so gut vorbereitet habe. No, es reicht nicht! Glück gehabt. Bitte mach jetzt etwas, was nicht daneben gehen kann. Ruckzucki. Okay, das reicht ja voll aus, aber Patty hat versagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, in diesen älteren Spielen kriegst du im Pokémon Center und so gar nicht so viel geschenkt wie in den neueren Spielen. Mhm. So, dich hatte ich, aber dich hatte ich nicht. Jetzt so ein Schmerbe. Mhm. Hab ich überhaupt irgendwas gegen Tarniel? Ich kann ja nur Wasserattacken. Hat er jetzt schon den Gesteintyp? Ja. Wobei? Nein. Kann ich trotzdem Fassade machen? Siehst du denn, ob er den Gesteintyp hat oder nicht? Nein. Ja, komm, mit mal. Die Fassade ist so gut. Ich bedenke, dass ich vorhin nur Kratzer hatte. Mhm. Oh, falscher Tag. Ja, dass das nicht viel Schaden macht, wundert mich nicht. Na komm, das letzte Schneckmark darf Chopper machen. Chopper ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Nur leider ist Diktri jetzt auch nicht so viel defensiver. Nee. Der ist so reinkommen, schlagen und weghauen. Weglaufen, meine ich. Ich weiß gar nicht, in Carlos. Also es gibt... Die erste ist Riola. Dann kommt... der komische Lino, glaube ich. Mhm. Dann gibt's Conny. Die Reihenfolge ist jetzt egal. Dann gibt's noch Valerie. Hallo Metan. Und Astrid. Und Galanto, glaube ich. Und den Opi, den Gärtner-Opi. Ja. Namen auch vergessen. So ein paar kriege ich schon noch auf die Reihe. Aber nicht annähernd so sicher wie in den früheren Gens. Der Pflanzentyp noch war. Er hat auch irgendwie so einen seltsamen Namen. Euch beide. Keine Ahnung. Ich weiß so, dass ich mich damals... Amaro, ja stimmt. Damals, als ich X zum ersten Mal gespielt habe, gefragt habe, wo zur Hölle ist meine zweite Arena? Ja, die hat ein bisschen gebraucht. Obwohl die vom Level her? Wobei, warte, ich weiß gar nicht, wie die vom Level her war. Anfang 20 oder Ende 20? Anfang, oder? Mitte? Nee, Mitte 20. 25, 26 herum, glaube ich. Anfang 20 hätte er Misty ja auch, ne? Ja. Ich meine so 26 plus minus? Kann sein. Hätte ich jetzt so vom Gefühl her gesagt. Also irgendwie Eis- und Flug-Pokémon kriege ich hier ständig vorgesetzt. Der ist auch ein bisschen höher vom Level her. Der Günther mit Lombre. Long, long, Lombre. Finde ich jetzt aber gar nicht so witzig, falls da eine Pflanzenattacke kommt. Wahrscheinlich Absorber. Ich habe halt immer Angst, dass gleich kommt. Naturkraft. Naturkraft wurde zu Erdbeben. Ja, nee. Draußen auf der Wiese wird's Sternschauer. Erdbeben ist in Höhlen, glaube ich. Sollen wir die Fassade mal nach vorne packen?
Weil ich diesen Sprite von Lombrero irgendwie seltsam finde. Der von Loturzel ist süß und der von Kapaloris ist witzig, aber der von Lombrero ist irgendwie so... Puh. Es sieht für mich aus, als wenn es einfach auf allen Vieren laufen würde, was ja gar nicht stimmt. Mhm. So, ich glaube, dann habe ich alle Trainer. Jo, mir fehlen noch zwei. Das heißt, man könnte jetzt hier Pokémon fangen. Ah ja, stimmt. Das wobei, ist okay. Kann man? Was Route 6? Ich kann gleich nochmal gucken. So, Smetpo. Jetzt endlich? Wenn ich jetzt mal einmal in die Unterführung wieder reingehe. Gesundheit. Danke. Dann ist das Route 6. Oh, nice. Endlich mal Pokémon, was ich mal bekämpfen kann. Route 6 haben wir noch nichts. Nein. Soll ich schon mal was suchen? Jo. Danke. Ich meine, wie gesagt, ich kann mich eigentlich mit Knilz, Flemly und Jorb nicht beschweren. Also das ist heute schon ein sehr schönes Spektrum. Minus Weberack. Ich glaube, ich hatte bisher eher so ein bisschen Pech heute. Schmerbe war, glaube ich, das einzig Gute, was ich bisher gefangen habe. Richtig geiles Pokémon hast du bekommen. Für mich. Für dich eher weniger. Es hat zumindest einen Knackarsch später. Kanimani. Ich kann da ja diese Kanimani-Synchro aus dem Anime nicht so gut. Kann Gracie besser. Ja. Nee, aber wie gesagt, klar, Weberack war so ein bisschen nee. Aber Flemly, Kanimani, Knilz und Jurp. Kann man schon mal nehmen, ne? Die Sache ist dann nur, jetzt muss ich auch ein cooles Pokémon hier bekommen, sonst hat sich das mit Kanimani auch wieder schnell gemacht. Wobei solche Challenges ja eigentlich immer ganz cool sind, um auch mal Pokémon zu benutzen, die man sonst nie benutzt. Na, siehe jetzt Krakeelo zum Beispiel oder Sterndo in meinem Fall. Also von daher gesehen ist jetzt auch nicht immer schlimm, wenn man irgendwie so ausgefallene Pokémon findet. Außer man bekommt Sonnenkern. Ja. So. Huch. Das wollte ich nicht. Lass mich hier raus. Nebulak. Okay. Das ist ganz schön angry, oder? Ich habe mir genau das falsche Pokémon dafür vorne. Toga, mach du das. Ich glaube, ich werde eine Aoyama rauswechseln, weil ich schon ein paar Silberblicke abbekommen habe. Und den vielleicht mal angähnen. Ich habe gar keinen Gähner mehr. Stimmt ja, hast du ja eben noch weggemacht. Es bleibt nur leider einfach nicht im Ball. Ich meine, ich kann jetzt potenziell wieder auf Aoyama zurückwechseln, weil ja der Silberblick jetzt wieder resettet ist und es dann noch mal ein bisschen anschwächen. Okay, dann versuche ich jetzt auch mal was Cooles zu kriegen. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass ich mein Kanimani nicht gefangen kriege. Habitak. Das ist cool. Eigentlich. Erstmal einschläfern. Oder auch nicht. Du hast zumindest mehr als genug Gegenkampf-Pokémon. So, das muss jetzt aber reichen. Und jetzt wechseln wir wieder. Der Ranzlord. Stimmt, den gab's ja auch noch. Kein Videospiel oder Anime-Charakter. Okay. Aber ich krieg's einfach nicht gefangen, das springt halt einfach sofort raus. Und ich habe nicht mehr viele Bälle. Go, go, Hyperball? Nein, es wollte auch den Hyperball nicht. Weil eigentlich müssen ja zumindest die Base Fangrate von ungefähr 30% herum haben. Eigentlich sollte man auch nicht 6-mal mit Hypnose treffen. Irgendwas ist bei dir anscheinend verflucht. Nice! So, Svenja fliegt geschäftig umher. Auch wenn sie schwach erscheint, kann sie ein starker Gegner sein, der Spiegeltrick einsetzt. Jans starke Kiefer können alles zermalmen. Selbst sein Trainer muss sich vor ihm in Acht nehmen. So, lass mich mal nachdenken. Hm.
glaube, ich habe was. Ich noch nicht. Ja, ich bin Jans Trainer. Also ich muss auf jeden Fall noch mal ein paar Bälle kaufen. Ja, vielleicht können wir gleich Superbälle kaufen in Orania. Ja. Also Punkt 1, wir nehmen Anime- und Videospielcharaktere. Punkt 2, ihr braucht keine Vorschläge zu schreiben, schon gar nicht so seltsame, weil wir die sowieso nicht nehmen. Vielen Dank. Im letzten Stream hat zum Beispiel auch jemand was vorgeschlagen und Jan sofort, jetzt kann ich den Namen nicht mehr nehmen, weil jemand anders vorgeschlagen hat. Ich hab einen. Okay. Okay, passt. Fertig. So, fertig. Als ob schon wieder! Gut, das ist ein sehr interessantes Pairing. Ja, die Bromance. Und deswegen gucken wir halt nicht, was der jeweils andere eingibt. Weil das so einfach viel witziger ist. Ja, perfect couple. Ich wollte den Hawks nicht wegnehmen, deswegen habe ich nach einem anderen Vogel nachgedacht. Achso, ich sollte mich jetzt auch erstmal heilen, aber ich wollte jetzt hier erstmal gucken, was Sidon so hat. Speckschicht. Schade, dass er die verliert. Da war nice. Er verliert die wahrscheinlich sofort. Ich hab Sturzbach. Gut, dass ich die verliere. Ich würde das sogar eigentlich ganz gerne ins Team nehmen, vor allem, weil sich das, glaube ich, so meins sogar relativ weit entwickelt. Gut. Wie sieht es bei dir aus? Wir können. Ich lasse dir auch die freie Wahl, wen du dafür austauschen möchtest. Wer ist denn jetzt überhaupt noch auf der Box? Lass mich mal gucken. Ich glaube, du willst wahrscheinlich Wingull und dein Fabigel nicht im Team haben, würde ich behaupten. Nicht so gerne, aber ist halt auch nicht so schlimm. Ich habe halt gerade gemerkt, Angriff ist halt von Wingull sehr schlecht, deswegen bringt mir die Flugattacke nichts und Wasser habe ich Zura. Mhm. Also ich könnte mich auch von Wingull und Fabigel wieder trennen. Also wir können auf jeden Fall Sidon mitnehmen, anstelle von Fabigel. Mhm. Wie ist das? Ich glaube, Laxia würde ich halt echt erstmal noch auf dem PC lassen, bis ich irgendwann safe einen Raichu haben kann, weil das Ding ist eh sofort tot. Wie ist das hier mit Europe? War verbunden mit Paras. Also wir müssen nicht, nur so als... Bin ich ehrlich gesagt nicht so voll überzeugt von Paras. Weil ich glaube, es ist einfach ultra lahm. Okay. So, dann nehmen wir eben nochmal hier Dings ein bisschen nach. 20 einfach. Ja. Jetzt hab ich. Nein, es entwickelt sich auch direkt jetzt gleich. Für Kanimani habe ich leider auch kein Item. Kann ich irgendwie ein bisschen oder so? Gerade gar nicht geguckt. Trainieren jetzt auch hier. Trainieren in Anführungszeichen. Bin jetzt erstmal auf. Wet Link, nicht Wet Lock. Er wickelt sich gar nicht auf 16? 18. Oh, okay. Gar nicht mit dem Kopf gehabt. Aber ich nehme auch meistens Feuerriegel in Johto. So wickelt sich viel früher. Dann wickelt sich auf 20 oder auf 22, Rivali? Ja. 20, nice! Wir haben heute auch so witzige Pairings, ne? Mit Ivar und Ivar. Ivar war sowieso das Beste von allen. Oder Sidon und Rivali jetzt. Einfach das gleiche Spiel nehmen. Also damit habe ich jetzt wieder ein richtig starkes Pokémon. Dann nehmen wir die auf 20, hat man gesagt? Jo. Wario und Marmori ist es auch so eine Sache, ja. Frühwecker. Ist okay. Ich vermisse die mal gebrauchen können. Ja. Ja. Es ist zumindest nicht schlecht. Ja. Ja, das können sie ja zum Glück nochmal ändern. So, kann man den Ball direkt mal nach vorne packen. So. Und ich habe ein Pokémon für Fliegen potenziell. Ja, das stimmt. So, dann wollen wir nochmal uns eine Angel holen. Dann können wir potenziell noch mehr Sachen fangen. Na, Zuria ist nichts zum... Ist da nicht? Doch. In dem Garten von dem Typen. Ist da Wasser? Können wir aber wenn dann eh auf dem Rückweg machen. Ja. Aber wir können jetzt in Orania angeln, nachdem ich Bälle gekauft habe. Ja, wollte ich gerade sagen. Erstmal ein paar Bälle holen.
Beziehungsweise ich gehe erst einmal in den Pokémon-Fanclub. Mhm. Ja, ich liebe Urania City generell. Ich finde, du musst ihn jetzt aber auch komplett vorlesen. Ich? Ja. Aber ich finde, Urania City ist generell sehr schön. Und zwar in sehr schnell.